So, wir werden heute, mein Gott, wir werden heute noch Everspace 2 weiterführen. Letztes manuelles Speichern vor 1351 Minuten. Das hört sich nicht richtig an. Wir haben noch häufiger gespeichert. Ich habe da noch gespeichert, als wir letztes Mal aufgehört haben. Haut auf! Dir ist nicht klar, was auf dem Spiel steht. Hörst du mich? Er antwortet nicht. Natürlich antwortet Maddox dir nicht. Aber jetzt haben wir wenigstens einen Grund, zur Drake-Passage auch rüber zu fliegen. Haben wir noch irgendwelche Waren dabei? Nein. So ungewohnt, das Weiße zu tragen. Ist eigentlich nicht mein Ding. Aber meine Freundin hat mich dazu überredet. Die meint, ich habe viel zu viel schwarze Klamotten. Nee, das stimmt, Geisin. Ich bin halt sehr hell und dann sagt man immer, ne? Du siehst dann aber sehr bleich aus. Ich empfange kein Signal von Maddox Frachter. Vielleicht fliegen sie schon durchs Wurmloch. Hört ihr mal auf, ihr dämlichen Drohnen. Ich werde jedes Mal besser. Guten Abend, Xenon. Guten Abend, Butter. Ich grüße euch. Wir werden die nächsten Tage ein sehr striktes Programm haben. Also ich muss wirklich jeden Tag meine 8-Stunden-Stream eigentlich abliefern. Ansonsten wird das alles nicht funktionieren nächste Woche. Aber ich darf das auch nicht so massiv übertreiben, weil sonst gehe ich, glaube ich, nach ein paar Tagen down. Muss halt alles gut getaktet sein. Und da hat am Ende keiner gewonnen. Auf dem Programm steht Star Wars, Dead Island 2, Jagged Alliance 3, wo ich eine Exklusiv-Preview zeigen darf, Stray Blade. Und das wären eigentlich so die Hauptdinger. Aber 4 Games in einer Woche ist wirklich schon anspruchsvoll. Also wenn man nur anspielt oder so, ist das was anderes. Aber das sind eigentlich alle Spiele, für die ich mich tiefgreifend... Also wenn Jagged Alliance 3 halt, sag ich mal, eine sehr übersichtliche Preview wäre, könnte man sagen, okay, das machst du an einem Tag, aber ich darf die ersten 12 Stunden zeigen des Spiels mit ein paar Auflagen in einer relativ frühen Beta.
Und da muss man halt sich einfach mal ein bisschen Zeit für nehmen. Das kommt halt mit dazu. Und im deutschsprachigen Raum gibt es meines Erachtens nur zwei Leute, die das dürfen. Von meinem Wissensstand gerade her. So, guten Abend, Philly. Ich komme hier nicht rein. Es ist deaktiviert. Das Wurmloch ist für dich gerade geschlossen. Du solltest umkehren und woanders hinfliegen. Was soll das heißen? Du bist doch von der Coalition. Ich dachte, ihr betreibt dieses Wurmloch unparteiisch. Tja, manchmal gibt es eben Ausnahmen. Und du bist momentan genau das. Die Ausnahme. Ich verstehe schon. Maddox war schon hier und hat dich bezahlt, mich hinzuhalten, stimmt's? Vielleicht ja, vielleicht nein. So oder so, wenn du durch dieses Tor willst, musst du erst an mir vorbei. Der Frieden mit der Coalition ist mir wichtiger, also werde ich einen anderen Weg finden. Ha, viel Erfolg! Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Mit etwas Fantasie kriege ich das Tor sicher geöffnet. Oh, das ist eine Luftschleuse. Okay. Vielleicht soll ich da einfach die Energiedinger reinmachen. Etwas in dieser Öffnung, um es von innen zu entriegeln. Ach, wie die Drohne. Kriege ich mich selbst da rein? Ich glaube, da ist nicht das Richtige. Aber wir können doch einfach mal einen Gastank reinschleudern. Mein Gott, ich vergase sie. Hey, was zum Teufel machst du da? Ich nehme die Sache selbst in die Hand. Geh mir aus dem Weg. Ich glaube, es funktioniert. Versuchen wir die anderen Öffnungen. Als wenn ihr mich mit euren billigen Geschütztürmen aufhalten könntet. Irgendwas reinzusteuern war auf jeden Fall der richtige Gedanke. Wieder Todesstern. Alles hat seine Schwächen.
Moment mal, aber es war doch hier. Gollum kannst du ja jetzt auch schon holen. Mit 50% Discount. Ich glaube nicht, dass Gollum schlecht wird, aber ich glaube nicht, dass Gollum AAA super geil wird. Das ist das Problem. Es ist halt auch keine einfache Geschichte zum Verkaufen. Aber ich glaube, dass viele das Spiel einfach auch etwas düsterer gehabt hätten, Gollum. Aber man kann es ja jetzt nicht bewerten. Das finale Gameplay ist ja noch nicht veröffentlicht. Obwohl der Goldstatus erreicht wurde. Vor, glaub, einer Woche oder so. Aber es hängt da natürlich viel dran für Daedalic Entertainment. Ist ja, glaube ich, Daedalic. Weil da ist so viel Kraft und Energie reingeflossen in das Projekt. Und es ist halt alles auf eine Karte setzen, ne? Da gehören die hin. Ich glaube, die Geschütze hier reparieren sich automatisch in der Zeit wieder. Um dein Leben zu riskieren? Hey, ich muss auch über die Runden kommen. Ich brauche die Credits. Ganz schlecht für die Karriere, Kumpel. Du musstest nur diesen Transit. Nichts leichter als das. Ich glaube, der Pimmel hat mich verarscht. Du hältst dich wohl für clever. Mal sehen, wie du hiermit klarkommst. Oh, das nenne ich mal Retro. Das soll doch wohl ein Witz sein. Ich habe dich gewarnt.
Dem Volk heißen eh alle Alec. Hauptsache eh vorne. Adam, bitte kommen. Eduardo, wo bist du? Wir sind im Drake-System. Aber offenbar hat man uns entdeckt. Ich habe dir unsere Koordinaten übermittelt. Bitte beeile dich. Die Verbindung wurde unterbrochen. Sie sind offensichtlich in Gefahr. Ich sollte das hier besser schnell beenden. Gut, dass ich das Spezialschild drin habe, was so stark ist. Verdammt, das hat es in sich. Du kannst jederzeit umkehren und abzischen. Ich hab dir gesagt, dass dieses Wurmloch für dich geschlossen ist. Ich habe gerade mit Maddox Kollegen gesprochen. Sie brauchen meine Hilfe auf der anderen Seite. Euer Deal hat sich damit erledigt, okay? Das soll ich glauben? Gut, mir ist auch nicht wohl bei der ganzen Sache, aber... Oh gut, seine KI versagt. Weil im engen Raum Dogfight ist natürlich immer scheiße. Hört sich nicht so starr darauf verlangen müssen, dass der in einem Schiff sein muss. Zur Coalition über meine kleine Nebenoperation. Dieser Sinneswandel hat dich gerade gerettet, aber die Verzögerung hat anderen vielleicht das Leben gekostet. Maddox, was auch immer du da tust, hör auf damit. Lass den Kometen in Ruhe. Den Kometen? Du machst dir mehr Sorgen um dieses verfluchte Ding, als darum, dass mein Hintern weggeschossen wird? Typisch. Ich wünschte, ich hätte dich nie kennengelernt, Adam. Du hast mir alles vermasselt! Nee, hab ich nicht. Das hat er selbst gemacht. Sind wir nicht schon zu spät? Moment, müssen wir wirklich direkt zu Maddox fliegen oder kann ich zuerst woanders hinfliegen? Weil theoretisch gäbe es ja auch noch was zu tun. Scheiße, wir müssen wirklich sofort dahin. Wir haben eine Zeit. Den Timer hätte man vielleicht ein bisschen prägnanter in die Mitte machen können als fette Uhr, die runtertickt. Mit einem Countdown und mit einem Piepsen. Damit ich noch sagen kann, was piepsen hier so. Ich habe gar nichts im Ofen. Die ganze Zeit
gearbeitet, oder? Wie konnte ich bloß darauf reinfallen? Maddox, warte. Nein, du verstehst das falsch. Die Elite-Staffel hat bereits am Frachter angedockt und ist an Bord gegangen. Eduardo muss noch dort sein, aber ich komme nicht durch. Warte, ich habe dich gerade mit der Elite-Staffel an Bord des Frachters gehen sehen. Wie kannst du gleichzeitig da draußen sein? Ach, weil mein dämlicher Klon das ist. Maddox, es ist nicht so, wie du denkst. Folg mir, ich bring dich in Sicherheit. In der Hölle ist ein besonderer Platz für dich reserviert, Adam. Ich erwarte dich dort. Ich fass es nicht. Sie haben ihn getötet. Na, wen haben wir denn da? Wie immer zu spät zur Party. Da ist er, Jungs, mein Doppelgänger. Warum nehmt ihr euch nicht etwas Zeit, euch zu rächen? Und zerstört den Frachter, wenn ihr fertig seid. Ich muss Mr. Blakemore die guten Nachrichten überbringen. Alles klar, Boss. Dich machen wir jetzt sowas von fertig. Wir haben unsere Elite-Staffel schon getötet. Dein Klon-Pendant hat das Gebiet verlassen. Ja, das habe ich schon verstanden, Alf. Eduardo könnte noch am Leben sein. Wir müssen an Bord, aber zuerst knüpfen wir uns diese Idioten vor. Das wird wahrscheinlich nicht so ausgehen, wie du hoffst. Beim letzten Mal hast du uns wie Idioten aussehen lassen. Hey, das habt ihr auch ohne meine Hilfe geschafft. Nachsehen, ob Eduardo noch in einem Stück ist. Ein paar GNB-Leute sind noch an Bord. Ich werde aufpassen müssen. Hm, was stimmt denn hier nicht? Ich muss extrem nah ranfliegen an die Sachen, damit ich die auch sammeln kann. Gibt's hier irgendwas wie einen Störsender oder sowas? Nee, es schaltet irgendwie hin und her. Wenn ich drauf gucke, kann ich das nicht einsammeln. Muss vielleicht einmal einen neuen laden nachher. Bitte komm. GNB hat den Frachter abgefangen. Maddox ist tot. Und Eduardo? Wo ist er, Nama? Ich check den Frachter. Gehe jetzt zur Brücke. Ich hab ihn. Sie haben seinen Kopf nach dem Speichermodul durchsucht. Ben, bist du da? Ich brauche eine Ferndiagnose. Ben hier, Kumpel. Sieht übel aus. Mal sehen, ob ein Neustart funktioniert. Adam, aber du hast mich umgebracht. Nama, warum sollte Adam dich umbringen, Eduardo? Moment mal, dem müssen wir auf den Grund gehen. Eduardo, wurden deine Datenbanken kompromittiert? Die Kometenflugbahn wurde abgefragt. Aber das solltest du doch wissen, Adam. Du hast sie doch abgefragt. Kannst du mal erklären, was hier vor sich geht, Adam?
Das ist alles etwas wirr. Es gibt etwas, das ihr wissen solltet. Ich hätte es euch schon lange sagen sollen. Ich bin ein militärischer Klon. Einer der wenigen, die es nach der Abschaffung des Klons noch gibt. Deshalb war die Flotte hinter mir her. Einer meiner Klonbrüder gehört zu den Anführern der GNB Elite-Staffel. Commissioner Hawk hat mich gezwungen, mich für ihn auszugeben. Jetzt hat er uns aufgespürt und alles in den Händen, was GNB braucht, um den Kometen auszuschlachten. Du willst also sagen, einer deiner Klonbrüder hat Maddox und Eduardo getötet? Noch bin ich nicht völlig tot. Das erklärt vieles, was ich in der Zeit, die wir uns kennen, über dich erfahren habe. Ich wusste, dass du ein Geheimnis hast. Was ist dein Klon, Nama? Ha, verstehe. Du bist also damals, als ich dich in die Luft fliegen sah, wirklich gestorben. Im Moment ist es nur wichtig, Commissioner Hawk zu informieren, dass GNB die Flugbahn des Kometen kennt. Bringen wir dich nach Hause, Kumpel. Eduardo, du musst sofort in den Ruhezustand gehen, um funktionstüchtig zu bleiben. Dein Klon hat mir das angetan. GNB muss Sensoren am Wurmloch installiert haben. Als sie einen Viridium-Frachter entdeckt haben, wussten sie sofort, dass wir das waren und haben die Elite-Staffel losgeschickt, um uns abzufangen. Ich fahre mich jetzt herunter. Hive, stell mich zum Commissioner durch. Was haben Sie zu berichten? Der schlimmstmögliche Fall ist eingetreten. Maddox hat die GNB-Elite-Staffel direkt zum Kometen geführt und wurde dabei getötet. Verdammt, Roslyn, warum haben Sie Ihre Leute nicht besser im Griff? Wäre Blakemore wirklich so verrückt, einen Krieg mit den Ocker zu riskieren, nur um die Firma noch reicher zu machen? Ein neuer Konflikt in der DMZ käme ihm sehr gelegen und wäre perfekt, um von der Kolonialregierung und GNB regionale Autonomie zu verlangen. Er will sich also vom Unternehmen lossagen und sein eigenes Ding machen. Auch deshalb mischt sich die Kolonialregierung nicht ein. Sie betrachtet es als interne Angelegenheit von GNB. Offenbar muss ich mich also selbst um dieses Problem kümmern und alle mir zur Verfügung stehenden Befugnisse einsetzen, um ihn aufzuhalten. Sie haben nur einen Kreuzer gegen eine ganze Basis. Was wäre die Alternative? Lassen Sie mich überlegen. Dafür fehlt die Zeit. Fallon Pango. Der Bovis-Hacker? Ich habe von ihm gehört. Nur nie etwas Gutes. Wie könnte der helfen? Er hat Schadsoftware, die besser ist als alles, was ich je gesehen habe. Vielleicht kann er sogar die gesamte GNB-Flotte lahmlegen. Angenommen, Sie könnten diesen Pango zum Mitmachen bewegen. Wie wollen Sie diese Schadsoftware nach Vesna bekommen? Haben Sie noch Ihre Agentin Tammy dort? Sie könnte für uns quasi die Tore öffnen und die angedockten Schiffe sabotieren. Jeder Plan ist besser als kein Plan. Dann versuchen Sie, Ihren Hackerfreund zu überzeugen. Aber schnell, ich kann nicht viel länger warten. Pango, bitte komm. Ich brauche deine Hilfe. Deinem Gespräch mit dem Commissioner habe ich entnommen, dass du gerne eine bestimmte Störtechnologie haben möchtest, die ich besitze. Du weißt Bescheid? Klar, natürlich weißt du's. Leider ist der Mainframe Disruptor ein einzigartiger Prototyp und ich habe ihn bereits verkauft. Ich könnte dir helfen, den Käufer zu finden, damit du mit ihm verhandeln kannst. Auf zivilisierte Art und Weise. Sein Aufenthaltsort ist mir unbekannt, aber ich weiß, dass er Stammkunde im Shop der Coalition im Drake-System ist. Die Info ist etwas dürftig. Wenn du den Shop besuchen würdest, könnte ich mich über dein System dort einklinken und nachschauen, welche Spuren er hinterlassen hat. Naja, mir bleibt ja nicht wirklich eine andere Wahl. Probieren wir's. Richtig. Starten. Ich will nicht, dass jemand über dieses Schiff stolpert und sich eine rosige Zukunft mit Viridiumabbau ausmalt. Was schwebt dir vor? Kannst du die Bomben fernzünden, die Elite-Staffel auf dem Frachter gelassen hat? Mit Vergnügen. Bitte halte etwas Abstand, während ich die Sprengsätze zünde. Das ist dann wohl das Ende aller Träumereien. Ein Job und wir sind reich. Klang sowieso zu schön, um wahr zu sein.
Bei diesem Anblick kommen mir die Konquistadoren der frühen Neuzeit in den Sinn, die nach der Landung ihre Schiffe verbrannten. Kein Grund, gleich poetisch zu werden, Hive. Lass uns verschwinden. Gibt's denn da irgendwas Zusätzliches zu holen? Guten Abend, Skullcore. Skullcore. Setzen wir schon mal den Schnellreisepunkt. Sechs lokale Herausforderungen, zwei Hochrisikogebiete und alle Regionen des Drake-Systems. Nur drei Stück. Oh, für Schnellreise sollst du sechs Herausforderungen machen. Das ist wieder so eine. Wieder ein Abfuck. Das dauert wieder Stunden. Nur damit du da dich schneller bewegen kannst im System. Traumhaft. Hätte ich nicht gedacht. Ich hoffe, 0 von 6 ist jetzt ein Garant dafür, dass einfach 6 Gegner zerstört werden müssen. Nein, es sind 6 Wellen gemeint, ich. Da kannst du echt kotzen.
Sehr schön. Guten Abend, Alpha Palme. Oder soll ich immer noch Patrice sagen? Ach, das ist leider jetzt ein bisschen in meinem Kopf hängen geblieben. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Das ist jetzt wirklich schon ein bisschen ehrenhaft für den, ne? Dass ich mir den Namen einfach merke. So dämlich. Ich kenne natürlich auch deinen richtigen Namen. Naja, ich würde es jetzt nicht fettes Privileg nennen, aber es ist halt schon ungewöhnlich, dass ich mir das gemerkt habe. Ist der Level, Welle 5? Zum Ende noch ein paar Drohnen losgeschickt. Doch. Das war die letzte Raumbrücke. Für den Moment. Meinst du, es kommen noch mehr? Wenn es nach mir geht, ja. Kommt ganz darauf an, was Carla aufspüren kann. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, wie manche Menschen früher glaubten, dann wird deins eine Ewigkeit mit Physikern sein, die Schlange stehen, um dich zu ohrfeigen. Energiesphärensockel. Denk mal, ich muss die Energiesphäre holen und dann durch den Kanal fliegen, wo ich gerade drin war. Habe ich noch etwas? Zum einen kann ich den Mainframe nochmal zusammenfügen. Grau interessiert mich gerade alles nicht. Den kannst du ohne Schelts Gewissen ausrüsten. Ah.
halt Energieschaden. Und dann ist noch ein Bauplan. Also die Blueprints für die hochwertigen Sachen werden in diesem System ziemlich verschleudert. Guten Abend, Maliardo. Maliardo. Danke für deinen Sub. Warten, bis der Typ auftaucht. Das ist doch nicht erforderlich. Bitte sei so nett und docke am Shop an. Dann könnte ich versuchen, ihre Datenbank zu hacken und die Flugdaten ihrer Kunden auszulesen. Du musst sie ablenken, während ich das Sicherheitssystem... Ich glaube nicht, dass ihre Kunden das so geil... Also, beziehungsweise, dass sie das so geil finden. Verschaff mir etwas Zeit mit Smalltalk. Dann kann ich ihr Netzwerk über deine Systeme hacken. Ich vermute, ich habe hier kein Mitspracherecht. Nee, zurzeit nicht. Guten Abend, Yaren. Das Spiel hat eine Cockpit-Ansicht. Ich zeige sie ganz am Anfang vom Let's Play. Da es eine gibt. Dumm. Aber es ist halt, naja, ich finde sie jetzt nicht so wichtig.
glaube auch im ersten Teil gab es zum Beispiel am Anfang noch keine Cockpit-Ansicht. Da haben aber Leute so ein bisschen gewettert und gesagt, ja, Cockpit-Ansicht so wichtig. Wobei das eigentlich so wie ich das Spiel ausgelegt ist, finde ich. Wie kann ich helfen? Beschäftige sie einfach irgendwie. Ich hacke mich inzwischen in ihre Systeme. Ja, verkaufen sie zufällig auch Bohnen? Wir haben ein breites Sortiment an Bohnensorten. Welche möchtest du? Welche stehen denn zur Auswahl? Wir haben Pinto-Bohnen, schwarze Bohnen, grüne Bohnen, byronianische Bohnen und Kidney-Bohnen. Pürierte, weiße und rote. Ah, aha. Und noch andere Sorten? Wir führen auch weniger beliebte Sorten wie Ackerbohnen, Mungobohnen, Anasazi, Lima, Flageolet, Haricot. Mach weiter. Ich hab's fast geschafft. Ich muss gar nichts machen. Wow, eine tolle Auswahl. Oder gibt's noch mehr? Bist du ernsthaft daran interessiert, Bohnen zu kaufen, oder willst du nur hören, wie ich Sorten aufzähle? Oh, ich liebe Bohnen. Ich will wirklich ein paar Kisten erwerben, um die Crew auf der Basis bei Laune zu halten. Aber es muss die richtige Sorte sein. Wir haben auch noch die üblichen Sojabohnen und dann gibt es noch diverse Linsen und Erbsen. Erzähl mir mehr. Nun, die grüne Linse gilt als Bohne und ist recht vielseitig. Geschafft. Ich habe alle nötigen Flugdaten. Fantastisch. Ich denke darüber nach und melde mich dann. Danke. Verdammter Zeitverschwender. Sei nicht so. Du hast einen echten Bohnenfan hier. Oh, ich habe schon alle Routinen gefunden. Ne, 15.000 gebe ich nicht aus. Nur wegen Frachtmodulen ein Level höher. Das macht keinen Sinn. Hast du den Aufenthaltsort deines Kunden herausgefunden? In etwa. Die Daten deuten darauf hin, dass er die meiste Zeit im Drake-System verbracht hat. Ich übermittle die Koordinaten. Was kannst du mir über diesen Typen sagen? Nur, dass er ein etwas geheimnisvolles Individuum ist und offensichtlich seine Gläubiger meidet. Er nennt sich Ghost. Nun, der Name lässt vermuten, dass er nicht gerne gefunden werden will. Angeblich hat er am Spieltisch beträchtliche Verluste angehäuft. Für den Mainframe Disruptor hat er jedoch ordentlich Credits hingelegt und keinerlei Tricks versucht. Ich habe ihm gesagt, dass das Gerät so gut wie unerprobt ist, aber er wollte es selbst in der Praxis testen. Gut, hoffen wir, dass er bereit zu einem Handel ist. Gerade geplinkt. Everspace 2 wurde schon vor zwei Wochen fast released. Die Version 1.0.
Macht nichts. Ist aber ein gutes Spiel. 6. April kam die Version 1.0 raus. Oh. Na, Truster. Da haben wir jetzt nicht alles in dem Gebiet, aber wenigstens so ein bisschen nehme ich noch mit. Energiekerne. Okay, da vorne ist die Halterung für die Energiekerne. Boah, die sind in den Röhren drin. So. Ach, da muss ich noch zwei in den Röhren langziehen. Oh mein Gott. Da denkst du ja bei manchen Sachen, jetzt machst du den heißen Draht durch die Röhre hier. Also, dass die nicht noch irgendwas reinmachen, was sich so ein bisschen nerven könnte. Und dann kommt sowas. Also, ich finde ja schön, dass sie versucht haben, so ein bisschen das dann komplexer zu machen in der Zeit. Ne, mit so ein paar Ideen. Man könnte ja einfach auch Energiekerne durch eine Röhre ziehen. Deshalb diese ganzen Mini-Rätsel, mein Gott. Ich glaube, wenn du das noch alles mitmachst, bis die 100% kommen in jedem Gebiet. Es wird mir ja angezeigt, wie viel Prozent von den Sachen ich gefunden habe in den Gebieten. Kannst du bestimmt locker 100 Stunden machen. Okay. Diese Energiesphärensockel. Ach komm, ich lasse mir jetzt nicht ablenken hiervon. Wir haben, was wir wollten und gut ist. Herausforderung ist was anderes. Das brauche ich, damit ich Schnellreise machen kann in dem System. Aber die Systeme leergrasen und alle Container sammeln oder finden, das muss jetzt nicht sein. Ich werde jetzt erstmal Alex' Kinder besuchen. Die einfach alle L heißen. Elmex, Elex, Elix, Elus, Emik, Enik, Penik. Ich mag Namen, die auf Enis enden. Wie Penis. Mein Gott. Entschuldigung. Ich versuche meine, ich muss euch damit leider immer durchgehend nerven.
mit meinem Cola-Entzug. Es macht mir echt zu schaffen. Bin müde trotz Kaffee und ich habe ständig Hunger. Super nervig. Dabei habe ich wirklich Cola nur abends getrunken, aber es ist ja die süchtigen... Die geben sich dann immer irgendwelche Ausreden. Na, ich habe ja jetzt auch keinen Zucker zu mir, obwohl ich habe einen Pudding heute gegessen. Bei meinen Eltern mit Erdbeeren. Aber so mein Gefühl sagt mir halt, dass es dann das Richtige ist, ey. Wenn mich das jetzt schon so runterzieht. Na, runterzieht das falsche Wort dafür, aber... Schon alles irgendwie ein bisschen anders jetzt. Wie wär's mit der Banane? Habe ich sogar hier. Ich esse immer mal Bananen zwischendurch. Aber kann ich jetzt nicht essen, weil der Hund dann ausrastet. Okay, Energiesphärensockel ist das gerade nicht. Da ist eine Energiekernhalterung. Energiekernhalterung. Ich habe heute gut gegessen. Das immerhin. Protektorsphärengenerator, da habe ich da auch schon eingesehen. Thermalsockel. Ah, ich merke schon wieder, ich lasse mich ablenken. Das ist so ein riesen Verbindungssockel. Sie nutzen alle Rätselmechaniken. Lass mich raten, ich muss da durchfliegen und dabei mehrere... Oh, ich sehe es schon, komm. Markierungen treffen.
ist einfach so krass. Also, man muss schon sagen, dass deutsche Entwicklerteams häufig wirklich beim Leveldesign und so weiter echt krass sind. Weil das ist ja auch, sag ich mal, sehr gut gemacht. Ne? Die ganze Station ist halt vollgepackt mit Rätseln oder mit Hintergründen, also beziehungsweise mit, ne, Sachen, die du finden kannst. Genauso wie diese Search-Spiele. The Search 1 und The Search 2. Was für ein verschachteltes Level-Design, ey. Mit lauter Sachen, die du finden kannst. Hier spricht das Hauptquartier der und alles Coalition. Halt Hand, also ne, von Hand gemacht, das merkst du auch. Ich möchte mich nach einigen jungen Horak auf der Station erkundigen. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Sind Sie nicht Adam Roslin? Der einzig war... ja. Wegen ihrer Aktion auf Avonrest haben die Ocker der Coalition die Hölle heiß gemacht. Darauf hätten wir gut verzichten können. Ach ja, tut mir leid, aber das war Maddox. Ich glaube, ich erinnere mich an sie. Ich bin Ming Yun, Anführerin der Coalition. Oder was davon übrig ist. Hören Sie, ich will nur einem alten Freund einen Gefallen tun. Kennen Sie zufällig die Kinder eines Horak namens Alec? Natürlich, vor allem Amek und Anek. Totale Knalltüten. Meine Kinder lieben sie. Sie können Alec sagen, dass es allen gut geht. Dass dies auch für die Zukunft der Station gilt, kann ich jedoch nicht garantieren. Wie meinen Sie das? Die Coalition vollführt einen Drahtseilakt. Und ich fürchte, dass unsere Position hier am seidenen Faden hängt. Gut, ich schulde Ihnen wohl was wegen der Sache mit Maddox. Gibt's irgendwas, was ich tun kann? Wir können alle Hilfe gebrauchen, die wir kriegen können. Haben Sie schon mal von der Sorilla-Bande gehört? Sollte ich? Sie sind der Abschaum der kolonialen Flotte, der hier nach dem Ockerkrieg zurückgelassen wurde. Die Bande haust in der geothermischen Anlage eines Lavaplaneten und plündert gelegentlich unsere automatisierten Frachter. Damit können wir leben, solange sie unsere Basen in Ruhe lassen. Aber vor kurzem haben die Wissenschaftler der Sorilla eine Bombe entwickelt, gegen die wir wehrlos sind. Also sind sie zu einer Bedrohung geworden? Möglich. Wenn wir nur eine dieser Bomben in die Hände bekämen, könnten wir sie untersuchen und das Ausmaß der Bedrohung abschätzen. Angenommen, ich würde versuchen, eine für sie zu beschaffen. Wo würde ich die finden? Tief im Inneren ihrer Basis. Ihre Drohnen sind mit jeweils 4 dieser Bomben bestückt. Stehlen Sie eine Drohne und programmieren Sie diese so, dass sie zu uns fliegt. Aber stellen Sie sicher, dass die Bomben nicht scharf sind. Das klingt etwas sehr einfach. Wo ist der Haken? Das Hauptquartier der Sorilla ist gut geschützt. Unsere Spione haben uns jedoch von einem unbewachten Hintereingang berichtet. Warum lassen Sie ihn unbewacht? Weil er sich in einem Vulkan befindet. Und da haben wir den Haken. Ich kann meine eigenen Leute nicht dorthin schicken. Wenn die Sorilla herausfinden, dass wir involviert sind, würden sie das als Provokation sehen. Ich mach's. Ich kann die Kinder meines Freundes nicht in Gefahr lassen. Liefern Sie uns die Drohne. Dann ändern wir vielleicht unsere Meinung über sie. Der Boden ist Lava, so geil. Ohne Scheiß, zieht euch diese Serie auf Netflix ein. Die Teams sind so doof, aber es ist so toll. So für Berieselungs-TV. Ja, ich habe davon schon mal erzählt. Da ich nachts was gucken wollte, wo ich gedacht habe, es ist halt eine entspannende Geschichte und dann konnte ich einfach nicht pennen. Der Boden ist Lava, einfach bis zum Ende gucken. Naja, Takeshi Castle. War halt okay. Aber ich glaube, Takeshi Castle sollte auch wiederkommen. Immer wieder Zeit, ein paar Upgrades zu machen. So, dann haben wir nicht vom Ben alle Sachen mal fertig. Zeit, dass ich das kann. Ladungskompensator.
Nanobots reparieren auch Verbündete. Nanobots reparieren auch die Panzer um die Hälfte der Prozent. Das ist, ich habe das nicht richtig gelesen damals. Das ist ja richtig gut. Ich habe mich immer aufgeregt. Verdammte Hacke, warum machen die Nanobots denn auch nicht an der Hülle? Weil was? Und dabei ist das nicht mal schwer herzustellen. Ich bin einfach ein Schelm. Ja, das mit roten kann ich vergessen. Da habe ich wirklich im Moment noch keine Chance. Wobei, hier schon. Ah, hier reicht's auch. Das war das Ding. Wärmedetektor, Neutronenmembran. Geht nicht. Fehlt wieder reines Kupfer. Das ist halt, das muss ich im Anfangsgebiet abbauen. Aber warum füllt denn nur ein Viertel auf? Wahrscheinlich ein Anzeigefehler. Ach nee, so zeigen die, dass das das nächste Stück wäre. Alles klar. Hey Adam, Ben hat die Eismaschine repariert. Das Eis ist so lecker. Das freut mich. Ich habe der Coalition einen Besuch abgestattet. Ming Yun hat mir versichert, dass es deinen Kindern gut geht. Ich muss nur dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Okay, klingt nicht wirklich beruhigend. Kannst du mir was über eine Bande sagen, die der Coalition Probleme bereitet, die Surilia? Diese Typen? Ja, die sorgen im Drake-System ständig für Stress. Ihr Boss, Admiral Zellis, ist ein blutrünstiger Irrer, der den Vertrag mit den Ocker für einen Fehler hält. Du willst dich doch nicht etwa mit denen einlassen, Kumpel? Ich statte ihnen nur einen kurzen Besuch ab. Ich muss ein paar Bomben neutralisieren, die sie entwickelt haben, damit all die kleinen Ex auch weiterhin sicher sind. Du bist der Beste, Adam. Ich darf jetzt kurz das Rennen hier abschließen. Maurice! Mon ami, willkommen! Du bist zweifellos hier, um dein Glück auf dieser Strecke zu versuchen. Maurice, die Neugier bringt mich um. Warum wurdest du bei Empires of Chivalry gesperrt? Du kannst es mir sagen. Irgendwann muss ich mich wohl jemandem anvertrauen. Es ist eine tragische Geschichte. Ich habe hart gearbeitet, um ganz oben zu sein. Ich habe jeden Schaltkreis in die Erweiterung meines Reiches gesteckt und jedes Upgrade gekauft, um meine Burg und mein Anwesen zu vergrößern. Ich war unbesiegbar. Das glaubte ich zumindest, bis ich vom Thron gestoßen und mein Königreich geplündert wurde. Von einem anderen Spieler? Oui, er hatte einen seltsamen Namen. Ross Adamski. Er war sehr entschlossen. Ein seltsamer Name. Dieser Name weckt noch immer den Zorn in mir. Mehr kann ich gerade nicht sagen. Ich werde emotional. Wahrscheinlich war es auch noch ein anderer Klon von mir, den er getötet hat.
in seinem komischen Online-Spiel. Munamua. Merde. Aber ich wusste es. Achso, wenn du an einem Ring vorbeifliegst, kostet dich das 10 Sekunden. Hin. So, ich habe jetzt ein bisschen Sorge, dass wenn ich hier weggehe, meine Vorarbeit mit dem Energiezeug zunichte gemacht wird. Anderen war aber hier oben dann. Oh, ihr Schweine. Sorry. Aber wie dreist ist das denn? Die ganze Zeit wird das Ding eigentlich nur dicht gemacht, also beziehungsweise hinter so einer Kiste versteckt und dann machen die das von innen. Dass du reinfliegen musst, ansonsten würdest du das nicht sehen. Da muss die Protektorsonde hin. Also Ladung. Ohne ein Risiko einzugehen. Das Spiel lässt sich beim Zuschauen Freelancer-Gefühle aufkommen. Es ist auch ein bisschen. Es geht ja auch in die Richtung. Gut. Guten Abend, Yoshi. Oh, eine
Ich wiederhole mich zwar auch dabei, aber es ist ein sehr gutes Weltraum-Sim-Arcade-Game geworden. Es gibt eine Story, es gibt Schiffe, es gibt Waffen. Wobei das schon so ein bisschen in die Richtung von Looter-Shooter geht. Also die Entwickler haben versucht, so ein bisschen das Space-Sim ein bisschen mit Diablo zu verbinden, was jetzt nichts Schlimmes ist. Das Sammeln von besserer Ausrüstung ist ja jetzt nichts Verkehrtes für einen Weltraum-Sim-Game. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dass der Kampf, also auch schwer wirkt, das will ich manchmal ein bisschen nicht balanciert. Also wir spielen ja nicht mehr auch schwer, aber ich habe irgendwann gesagt, komm, drauf geschissen. Da fand ich den Kampf bei Chorus zum Beispiel nachvollziehbar und besser. Also ich glaube, selbst das ist halt eine Geschmacksfrage. Also, es gibt, man kann das Raumschiff in Unterschied, also man kann das Raumschiff anpassen, man findet überall in der Welt Styles, wodurch du die optische Geschichte des Raumschiffs anpassen kannst. Also andere Frontteile, also Cockpitteile, Flügelteile und Heckteile. Du kannst halt die Bemalung selbst editieren, findest halt Farben auch überall, ist halt so ein bisschen Sammelkram. Aber du findest die auch, wenn du normal kämpfst gegen Gegner. Und du kannst noch ein Emblem drauf machen, wo ich das ein bisschen schade finde, dass du die Embleme, du sammelst die zwar auch, entweder durch irgendwelche Abschlüsse oder halt durch Missionen oder sonst irgendwas, dass du die nicht frei positionieren kannst auf dem Schiff. Das finde ich ein bisschen schade, aber sonst kannst du sehr viel am Schiff verändern und editieren. Also, es gibt schon leichte, mittlere und schwere Schiffe mit unterschiedlichen Perks, also als Grundklasse. Aber du kannst es halt dann, wenn du es gekauft hast, nochmal anpassen im Aussehen. Je nachdem, was du schon gefunden hast. Ruf ist eigentlich, wenn du Zeit hast, Lord of the Fallen 2 spielen. Ja. Irgendwie höre ich das in letzter Zeit öfter. Letzte Chance zu verschwinden, wenn du nicht in Flammen aufgehen willst. Das werden wir ja sehen. Die greift mich doch schon an. Ich komme dir zu Hilfe. Immer schön, etwas Gesellschaft zu haben. Du kannst auch Waffen craften, aber ich habe gemerkt, dass es beim Craften immer die Standardwaffe mit unterschiedlichen Perks. Wenn du aber Waffen, wenn Waffen droppen, gibt es halt auch noch ein paar Kombi-Fähigkeiten. Also so, dass sie sowieso ein Mini-Set fungieren. Und es gibt halt spezielle Ausführungen. Wie ein Strong-Schild oder ein Schnellladeschild, ein Short-Booster, ein Long-Booster. Das hast du, wenn du das craftest, nicht. Wo sind denn alle? Keine Bösen mehr? Dann bin ich raus. Tschüss.
Die Sache ist, ich bin ja immer noch nicht im Endgame. Und im Endgame bekommst du Rifts und in Rifts kannst du halt noch bessere Ausrüstung finden wohl. Aber da ich das, den Modus noch nicht spielen konnte, beziehungsweise es gibt... Also wir hatten ein kleines Event, was schon mal ein Vorgeschmack ist auf Rifts. Aber ich habe da keine Belohnung bekommen. Legendäre Sachen kannst du auf spätere hochstufige Schiffe eh nur zwei legendäre Gegenstände haben. Und das ist jedenfalls das, was ich bis jetzt davon weiß. Ups. Okay, im Vulkan ist es etwas heiß und dadurch überhitzig. Ist halt die Frage, ob die Leute, ob man halt mag, auch diese Suchsachen und die so ein bisschen Rumknobelgeschichten hier immer in den Gebieten. Aber es ist halt viel versteckt. Vor allem jetzt hier im vierten oder fünften Gebiet wird das schon langsam so ein bisschen knackig, die Sachen zu finden. Sollte die Hintertür sein, welche die Anführerin der Coalition erwähnt hat. Gut, sehen wir uns das. Ja, Ressourcen muss man zwischendurch auch abbauen. In diesem Ding ist es über 1000 Grad heiß. Das Wärmeschutzsystem des Schiffes ist dafür nicht ausgelegt. Ich rate zu äußerster... Ich weiß, was ich tue. Hallo, wir sind schon ganz nah an der Sonne geflogen. Schon mehrfach. Unser Wärmeschutz hat sein Limit erreicht. Wenn du noch weiter fliegst, wird das Schiff zerstört. Schon gut, ich bleib stehen. Verdammt. Registrierst du irgendwas? Ich orte die Signatur der Bombendrohnen auf der anderen Seite des Lavasees. Aber wenn wir ihn überqueren, schmelzen wir dahin wie gesättigte Fettmoleküle. Was ist mit diesen Wartungsdrohnen? Für die scheint die Hitze kein Problem zu sein. Anscheinend wurden sie mit externen Hitzeschilden modifiziert. Okay, also wenn ich eins dieser Dinger fernsteuern könnte, würde ich so die Bomben erreichen. Meinst du kannst ein Wartungsterminal finden? Wenn das bedeutet, dass wir dieses Höllenloch verlassen können, ohne dass meine Schaltkreise verschmoren, bin ich gerne bereit, es zu versuchen. Bist du völlig verrückt? Diese Hitze wird uns zu Asche verbrennen. Du musst sofort umkehren. Warnung! Ausfall des Wärmeschutzsystems. Zerstörung steht unmittelbar bevor. Hä, willst du mich verarschen? Bin an der Drohne dran. Ach so. Halt, stopp! Warum bin ich jetzt so weit, so tief drin? Ich bin irritiert. Dämliche Sequenz. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wo ich bin und wo ich hier rausfliege. Also rausfliegen kann. Weil ich soll ja eigentlich ein Wartungssystem finden. Also beziehungsweise ein Wartungsterminal und dann damit eine Drohne steuern. Und nicht mit der Drohne hier unten rumfliegen.
So schön es auch ist, die runden Materialien abzubauen. Durch das Schild siehst du nichts, das ist noch schlimmer. Danke Stefgen für den Stufe 1 Sub. Danke Jan Götze für das Stufe 1 Sub. Düdüdüd. Jetzt ist es klar, er ist ein Android. Hier nie wieder rausfinden. Ich weiß nicht mal, ob ich gerade auf der, also richtig rum bin. Die Lava muss ja unten sein. Ja, okay. Derselbe Raum. Danke für diesen tollen Effekt von dem Schild, wodurch man nichts erkennt in der Umgebung. Okay, das bringen wir jetzt auch nicht weiter. Es muss ja irgendwo ein... Ich bin ja gerade runtergeflogen, es muss ja irgendwo ein Licht geben. Das war ein Gebäude, aber es bringt mir ja nichts. Da!
Ja, leck mich fett. Tschüss, Drohne. Hui. Diesen Planeten. Hier ist wichtig, High Ground zu haben. Gib mir was Gutes. Du hättest nicht herkommen sollen. Du wirst brennen. Ihr scheint das mit dem Feuer ein bisschen zu ernst zu nehmen, was? Und die haben alle auch Hitzeguns, ne? Also diese Thermalguns. Frag mich nicht, weil ich das jetzt wusste. Intuition. Dieser Schacht scheint zu einem Terminal für Wartungsdrohnen zu führen. Hey, Eindringling in Sektor 17B. Kann jemand was sehen? Hier ist nichts. Könnte in einem der Zugangsschächte sein. Ich schau mir das mal an. Du sagst dem Boss Bescheid. Klingt, als sollte ich mich beeilen. Und irgendwas ist komischerweise explodiert. An der Säule wäre eine Stunde Spielzeit für dich rausgesprungen. Richtig schlecht bei solchen Rätseln, okay, aber es war ja so gesehen gar kein Rätsel. Du musst halt nur bei den Lichtern, meistens kannst du denen folgen. Oh, so habe ich den Ausgang schon aufgemacht.
Da unten könnt ihr euch nicht einfach mal verkrümeln. Ich hab jetzt zu tun. Bin drin. Sieht aus, als ob die Drohne von einem Hitzeschild umgeben ist. Ganz in deiner Nähe befindet sich ein Zugangstor zu den Bombendrohnen. Okay. Schnappen wir sie uns und dann nichts wie weg. Du musst in der Nähe bleiben. Sie wurde offenbar programmiert, einen Ausgang zu erreichen, allerdings ohne die Lava zu berücksichtigen. Wenn sie nicht im Hitzeschild der Drohne bleibt, wird sie explodieren. Und zwar sehr dramatisch. Wer zur Hölle greift da ohne meine Erlaubnis auf unsere Systeme zu? Niemand? Du hältst dich wohl für ein schlaues Bürschchen. Warte nur, gleich brotzelst du. Ich werde dich finden und dir den Arsch grillen. Wow, ihr Jungs seid wirklich Feuer und Flamme für eure Metaphern, oder? Was auch immer du planst, es wird scheitern. Wer hat dich geschickt? Die Retaliators? Die Was? Wer soll das denn wieder sein? Du hältst dich wohl für clever, was? Du stinkst nach Fisch, genau wie Balakin. Ja, ja, das bin ich. Jetzt sperr die Lauscher auf. Sag deinem triefenden Boss, er soll dem Sorilia-Gebiet fernbleiben. Wir haben einen Deal. Was für ein Deal? Wir wurden in Flammen geschmiedet. Mit kochendem Blut sind auferstanden aus der Asche. Betretet ihr noch einmal unser Gebiet, wird Sorilia euch niederbrennen. Ja, okay, geht klar. Ich leite die Botschaft weiter. Danke für die Nachricht. Schönen Tag noch. Warum habe ich das Gefühl, dass hinter dieser Geschichte mehr steckt, als Ming Yun hat durchblicken lassen? Ja, ihre Feuermetaphern sind echt nicht zum Aushalten. Die Hülle der Bombendrohne sollte der Temperatur jetzt standhalten können. Jetzt musst du in die Nähe kommen, damit ich ihren Mainframe so umprogrammieren kann, dass sie zur Coalition fliegt. Klar, ich muss nur hier raus und sie finden. Ja. Zum Hauptquartier der Coalition. Wir sollten auch verschwinden, bevor diese hitzköpfigen Sorilia auftauchen, um mich zu grillen oder zu frittieren oder was auch immer. Aha! Sehr witzig. Jetzt auf dem Weg zu Ihnen. Sehr lobenswert. Schön, dass man Sie beim Wort nehmen kann. Von Ihnen kann man das wohl eher nicht sagen. Welches Spiel auch immer Sie spielen. Ich habe das Gefühl, dass die Sorilia nicht Ihr einziges Ziel sind. Sie sind sehr scharfsinnig.
eine weitere Eigenschaft, die ich bewundere. Verraten Sie mir, was Sie wirklich vorhaben? Warum nicht? Sie haben eine Erklärung verdient. Tatsache ist, dass der Job erst zur Hälfte getan ist. Wir haben jetzt die Bomben. Aber Sie müssen woanders hin. Ich wusste, dass das noch nicht alles war. Ich mache mich auf den Weg zu Ihrer Basis. Wir müssen reden. Dass er immer missbraucht, egal was du machst. Also für Bandenkriege. Meine Güte. Entschuldigung. Haben die da nicht so häufig einen Container neben den Landedingern? Sind das Sachen, die ich übersehen habe unterwegs? Engagement. Mit diesen Bomben können wir die Kräfte im Drake-System wieder ins Gleichgewicht bringen. Worum geht's hier wirklich, Mingyan? Was haben Sie vor? Ich wurde gewählt, weil ich verstehe, dass die Zukunft der Coalition im Handel und nicht in der Piraterie liegt. Wir haben uns von den ungehobelten Outlaw-Methoden verabschiedet. Aber dieser Wandel lässt uns in einigen Augen schwach wirken und hat uns ins Fadenkreuz skrupelloser Banden gebracht, die dieses System noch immer drangsalieren. Zwei rivalisierende Banden, die Sorrelia und die Retaliators. Lassen Sie mich raten. Solange Sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen, achten Sie nicht auf Ihre Aktivitäten hier. Gut erkannt. Sie verhandeln jedoch über einen Nichtangriffspakt. Und wenn der geschlossen wird, ist unsere friedliche Zukunft in Gefahr. Mit den Sorrelia-Bomben, die ich gestohlen habe, wollen sie also die Retaliators provozieren und die Verhandlungen wortwörtlich torpedieren. Genau. Die Retaliators dürfen nicht wissen, dass die Coalition beteiligt war. Deshalb muss ein Außenstehender diese Aufgabe ausführen. Jemand wie Sie. Ich weiß nicht so recht, ob ich das moralisch vertretbar finde. Ich mag solche Täuschungsmanöver nicht. Das ist nicht mein Stil. Frieden hat immer seinen Preis. Es ist der einzige Weg, die Sicherheit meiner Leute weiterhin zu garantieren. Das Ausmaß Ihres Pragmatismus macht mir Angst, aber ich verstehe Ihre Argumentation. Ich schicke Ihnen die Koordinaten vom Hauptquartier der Retaliators. Ich versichere Ihnen, dass es dort keine Zivilisten gibt. Das sollte alle moralischen Zweifel an der Mission ausräumen. Sie können viele Leben retten, Adam. Ich werde drüber nachdenken. Richtig, Sie müssen nur einen Haufen Leute töten, die zwar militärischen Dienst ableisten. Aber ist ja nicht schlimm. Es muss ein Außenstehender das machen. Damit das alles nicht zurückverfolgt werden kann.
Achso, den hatte ich nur markiert, aber ich habe das schon eingesetzt, oder? Eine Tonmembran, ja. Aber nämlich hier drin. Macht nichts. Man kann die Dinge auch immer mal gebrauchen, für irgendwas herzustellen. Das wollte ich jetzt nur eben gucken. Das normale Kupfer, davon habe ich genug. Habe ich auch genug. Achso. Über das Ressourcending zurücksetzen. Wenn ich nochmal was brauchen, kann ich es auch erneut markieren. Hey Alec, ich bin's wieder. Warte mal, warte! Oh. Sorry, Hirnfrust! Zu viel Eis! Ah. Hör mal, ich brauche ein paar Infos. Was kannst du mir über die Retaliators sagen? Oh, gegen die habe ich schon gekämpft. Ein übler Haufen. Sie gehörten auch zur kolonialen Flotte, aber ihr Boss ist sogar noch verrückter als Zales. Inwiefern? Oleg, Balakin. Hochrangiger Typ. Er hat einen Ozeanplaneten samt verlassenem Flottenstützpunkt übernommen. Aus dem hat er eine uneinnehmbare Festung gemacht. Auf dem Wasser haben sie ihre durchgeknallte Version von Utopia errichtet. Atlantis. Unter ihnen ist ein Robotikgenie, das überall KI-Sprengfallen installiert hat. Admiral Balakin muss inzwischen schon an die 100 Jahre sein. Er ist mittlerweile ein Cyborg. Danke für die Infos, Alec. Oh, er hat mich eingefroren. Mir fällt gerade so ein, weil Jan vorhin geschrieben hat, warum macht sie das nicht selbst? Dann wäre ja jedes Rollenspiel der Welt für den Arsch. Aber wäre schön, wenn man immer eine Option hätte, im Rollenspiel jemand zu sagen, man macht es halt nicht selbst. Adam hat gesagt, er kann das moralisch nicht machen. Also er kann sich damit nicht identifizieren.
Aber der Job muss gemacht werden. Toll. Habe ich eigentlich schon relativ viel hier gefunden, aber ich habe nur 4 Anemonen gesehen. Ich sehe schlecht, was nur Hintergrundbild ist und was wirklich erreichbar ist. Ich glaube, da hinten rechts, die großen Brocken gehören hier schon nicht mehr dazu. Was macht denn da oben das Licht? Achso, das ist da, wo wir den getarnten Container gefunden hatten. Ich glaube, diese Herausforderung mag ich nicht. Ziele zu finden, die man nicht scannen kann oder die nicht auf dem Radar angezeigt werden, ist halt nicht so einfach. Den Weg in das Zwischengebiet. Wir machen eine Pinkelpause.